Und das muss ich auch mal sagen. Mit Hofia erstmal bei Nazi zusammen gespielt und vorher ist mir nie so wirklich krass aufgefallen, aber wenn du ihn live siehst, sein Spielstil, dann merkst du erstmal, dass er auch komplett underrated ist, finde ich. Der hat so brutale Laufwege drauf und der macht die immer wieder und der wird so oft nicht angespielt in Situationen, wo du denkst, boah, von außen, wenn du es siehst, da muss der immer angespielt werden, so. Und der hat, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, das Spiel Deutschland gegen Ungarn in Ungarn, wo Schlotti diesen langen Diagonalball spielt auf ihn. Pete kommt raus und er macht halt den Laufweg so rein von rechts, zieht in die Mitte und kommt dann noch mit dem langen Bein dran und schießt ans leere Tor. Diese Laufwege macht er brutal. Wirklich, habe ich selten so, so gute Laufwege gesehen bei ihm an Bewegungen. Follow me home. Wonder where my mind.